So Leute, Benehmung, denn jetzt geht's wieder los mit dem nächsten Part von Challenge Me. Und zwar stand unter dem letzten Video, ich soll doch ein Minecraft-Tier bauen und da zum Beispiel, na, Suffix, ein Kuh oder Schaf oder ein Schwein. Und da habe ich mir gedacht, was nehmen wir denn da? Und bin dann auf die Idee gekommen, dass ich mir gerade, während ich hier quatsche, noch meinen Timer einstellen muss. Aber lasst euch davon nicht ablenken. Ihr ja sowieso nicht, eher ich. Dass ich doch einen Hasen baue. Weil einen Hasen habe ich hier noch nicht gesehen. Dann noch was anderes. Zu einem Timer, den man da sieht, diese 15 Minuten oder so. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das hinbekomme. Ich möchte es gerne einbauen, aber ich muss noch schauen, wie ich es mache, dass man eine Uhrzeit einblenden kann, dass ihr die Zeit auch seht. Also was ich auf jeden Fall habe, ist, dass ich einen Timer von 15 Minuten laufen habe. Das könnt ihr mir glauben, das mache ich. Allerdings, ja, das mit dem Timer, ich versuche es in Zukunft zu lösen, habe allerdings jetzt noch keine Lösung parat. Genau, und ihr denkt bitte wieder dran, ihr bewertet wieder meine Skulptur, die ich dann gebaut habe. Wisst ihr, Noten 1 bis 10, 1 ist schlecht, 10 ist gut. Und ein Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, was ich gebaut habe. Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Und natürlich einen neuen Bauvorschlag unter das Video schreiben. Viele haben zwar beim letzten Mal benotet, aber vergessen, einen Bauvorschlag drunter zu schreiben. Gut, aber genug gebrabbelt. Ich stelle mir den Timer in 3, 2, 1, go! Also Leute, ab jetzt 15 Minuten. So, was werde ich brauchen? Ich baue einen Hasen, habe ich gesagt. Dich brauche ich, zack. Dich brauche ich, zack. Wo ist da? Braune Wolle, ganz wichtig. Und so. Und da würde ich behaupten, da ist der Controller. Hä? Ist die gleiche Welt. Oh, wisst ihr, was wir noch machen? So, Musik. Und da würde ich einfach behaupten, ich lege jetzt hier einfach mal los. Voilà. So. Und dann schauen wir mal, was es wird, wa? Einen schönen Hasen bauen. Komm, ich zeig dir mal einen echten Hasen. Wobei ich sagen muss, dass mir ja der Minecraft-Hase an sich gar nicht so gefällt. Vielleicht werde ich den ein bisschen schöner machen. Wenn ihr nichts dagegen habt. Oder ihr sagt dann, es geht an der Challenge vorbei. Aber das werden wir dann sehen. So. Erstmal hier noch. Stopp, stopp, stopp. So. So, kurz mal gucken, ist das so richtig, wie es ist. Hier würde ich noch. Na komm. Guck da ran. So. Halt. Das war jetzt nicht so gut. So machen. Genau, das sind dann die Läufe. Pass auf dann. So, 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 so. Manch einer weiß vielleicht schon, was hier jetzt kommt. Das soll der Körper werden. Okay, so. Also, der Körper. Aha. Ja. Ich, tut mir leid, ich rede natürlich nicht so viel, weil ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ich muss ja hier eine Idee vor meinem geistigen Auge haben. Und wir wissen, ne, mein geistiges Auge, oh Gott. Da können wir nicht viel mit anfangen. Aber ich möchte gerne einen Hasen bauen, weil ich nämlich geguckt habe und habe keinen Hasen gefunden. Also wäre es doch optimal, wenn wir jetzt hier zusammen den Hasen einführen. Also nicht einführen. Sondern für uns erfinden. Oh nein, kein Hasen einführen. Ja, was ihr schon wieder denkt. Also ich habe daran ja nie gedacht, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ne? Das war ganz allein eure Idee. So, mal gucken. So, dann Hinterlauf. Ja. Mal gucken, das geht. Hier, so 1, 2, 3, 4. Das zählt quasi schon mit dazu. Dann so. Genau. Runter will ich. Genau, danke. Da. Passt auf, ey, wir machen uns einen richtig coolen Hasen hier hin.
Hier ist das 3. Ups, du sollst da nicht hin. 3 runter. Da kommt unten wieder ein Fuß ran. Passt mal auf, ey, was das geben wird. Ich immer. Wird schon. So. Haben wir schon mal den Bereich. So, der Körper muss noch ein bisschen, ne? Der braucht noch was. Muss mal gucken, wie viel der dann noch bekommt von mir hier. Aber das können wir alles nach und nach ausbessern noch. Ah, jetzt wird's dunkel, oder was? Okay, warte, das geben wir uns natürlich nicht. So, Zeit auf Null gesetzt. Sehr gut. Hoppla. Na gut, den kann ich da ruhig reinsetzen, tut ja keinen weh. Das will ich gerade, wenn ich jetzt hier... Genau, das machen wir mal. Oder ist mir das... Ist mir das, oder können wir so... Dass da die Vorderläufer hinkommen? Ja, ne? Machen wir einfach mal. So, ich hoffe nur, dass der Körper dann nicht insgesamt zu klein wird. Ah, ich muss runter. Nein, jetzt habe ich den Boden weggehauen. Aber da mir das vorhin schon mal passiert ist, habe ich hier noch... Nein, Boden im Inventar. So. Hier kommen wieder die Läufe dran. Die Vorderläufe. Da haben wir schon die Vorder- und die Rückläufe oder Hinterläufe, wie auch immer man das nennen darf. Darf oder mag oder muss oder kann. Das ist mir relativ wumpe. Halt, du weg. Ich muss sagen, dieses Let's Build macht mir Spaß. Let's Build. Dieses Challenge Me macht mir eigentlich ziemlich Spaß. Ich hoffe natürlich euch auch. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Reicht mir das hier mit der Höhe vom Körper? Oder muss der noch einen höher? Da muss ich mir noch was überlegen. Muss man das gleich mal anschauen. Ich muss das doch gar nicht komplett ausfüllen. Bin ich blöd? Ich habe doch auch nicht ewig Zeit. Komm, wir haben nur 15 Minuten. 15 Minuten wollen wir hier einen Hasen hinzaubern. Einen echten Hasen. Und die Schafe, wie sie alle zugucken. So. Vielleicht muss der Körper sogar noch eins höher. Muss ich dann mal schauen. Ich mache jetzt erstmal... Warte mal, geht das? Was ich vorhabe? Genau, ich mache jetzt so. Und hier soll der Kopf hin. Ah, verdammt, da muss ich auch nochmal auf die andere Seite. Da fehlt ja noch was. So. 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 Ah. Pass auf, ey. Das wird was geben. Kann ich das so hier machen? Du hast aber einen breiten Kopf, Junge. Bist du ganz verrückter. Verrückte Mungo. So. Passt auf. Da haben wir den Kopf auch schon ziemlich weit. Jetzt muss ich gucken, soll der noch ein bisschen Richtung Körper? Nee. Wir lassen das mal so. Hier noch einen nach vorne. Muss ich gucken, ob das okay ist. Oder ob ich den Kopf eher einen weiter nach hinten setze. Aber das kommt gleich. Kein Stress. Alles cool. Wir haben es voll im Griff. Könnte eigentlich passen. So, pass auf. Dann bekommt unser Freund natürlich auch ein paar Ohren. Die wir am besten... Wie hoch machen? 4? Machen wir 4 hoch, pass auf. Ah! Obwohl, der kann bleiben. Ich darf jetzt nur nicht zu sehr durcheinander kommen. Komm. So und so. Ah, jetzt bin ich runtergefallen. Ich habe ja noch Zeit, glaube ich. Ich habe noch Zeit. Das war jetzt das zweite Lied, was vorbei ist. Brauchen wir jetzt gerade vielleicht so 8 Minuten oder so. Ich weiß es nicht genau. So. So, so. So, so. Schöne Ohren drauf, halt! Das ist gerade sehr, sehr laggy. Das Problem ist, ich render gerade nebenbei noch ein Video. Das hätte ich, glaube ich, lassen sollen. Das war jetzt nicht die beste Idee von mir. Zack, zack und zack. Das kommt hier als Innenleben in die Ohren. Also Ohrenschmalz, Haare, was halt so alles dazugehört. Okay. Jetzt
Kriegst du noch Augen, Freund Blase? Nee, da nicht. So. So. Und ein Stupsnäschen. Pam. Okay, der Körper kann noch eins höher, würde ich sogar sagen. Ich glaube, muss auch noch eins höher. Weil das Wuchtigste bei dem Hasen ist, glaube ich, der Kopf. Aber der Körper, der ist auch nicht ganz so klein. Und dann hätten wir gleich diesen typischen Minecraft-Hasen. Mit dem bin ich aber dann nicht so ganz einverstanden. Ich finde, da gehört ein bisschen mehr Liebe zum Detail mit rein. Und deswegen werde ich den nach meinem Geschmack noch ein bisschen umbauen. Könnt ihr mir dann sagen, ob das für euch okay ist oder ob ihr das eher nicht so gut findet? Steht euch frei, dies zu äußern. Ist der Körper doch zu hoch? Nee, eigentlich nicht. Das passt eigentlich gut ins Verhältnis, würde ich behaupten. Gut, so, was ich jetzt noch machen möchte. So. Dass der da noch so eine Vorderläufe hat. Allerdings muss ich auch sagen, wisst ihr was? Das hier kann von mir aus noch einen höher. So. Mal gucken, ob das geht, was ich hier jetzt vorhabe. Das muss ich mir erst anschauen, dann. Oi. Wenn ich jetzt so und so mache. So und so. Dann so hier. Sieht das was aus? Oh, geht schon, wa? Pass auf, und hier vorne haben wir auch noch was dran. Ja. Da geht was, da geht was. Guckt's euch an. Dann sieht das schon mal besser aus. So, hier, die Keulen. Da geht auch noch was. So. Oh ja, mein tolles Lied. So. Dass das nicht ganz so eckig aussieht. Ich weiß, der normale Hase sieht so sehr eckig aus, aber das möchte ich gar nicht. Und ich will auch gerne hiermit was machen. Ein kleines Puschelschwänzchen. So. Hat ein Puschelschwänzchen hinten dran. Kann ich nicht vielleicht auch so machen? So, so. So und so sieht auch schon mal ein bisschen total abgemagert aus gerade. Das Ganze hier muss noch einen höher, was ich bisher habe. So hier. Ich glaube, ich würde sogar noch ein bisschen weiter gehen. Sagen so. Puh, was habe ich denn jetzt eben gerade gemacht? Das ist jetzt ein bisschen gar nicht so einfach. Ich hatte hier nochmal was dran gesetzt. Hier bin ich einen höher gegangen, ne? So. So. Da hatte ich noch einen dran gesetzt. Wobei, ob dieser eine da noch dran so cool ist, weiß ich gerade gar nicht. Die Haxe wirkt so ein bisschen sehr künstlich. Das kann ich eigentlich nur verhindern, indem ich alles noch eins höher mache. So ist gut. So ist gut. Pass mal auf. Das fand ich jetzt nicht schlecht. So geht's doch. Jawohl. Sehr cool. So, jetzt hast du aber nicht so eine dünne Haxe. So. Und hier kann er jetzt.
Ich darf auch nicht übertreiben, ne? Hier, pass auf, da nehmen wir noch was weg. Genau, das nochmal auf der anderen Seite und innen auch. Auf der anderen Seite hatte ich sogar schon. So. Gut, also das die Beinchen. Den Hinterbeinen bin ich eigentlich zufrieden. Was können wir noch verpassen? Passt mal auf. Wie wäre es hiermit? Solche Schnurrhaare. Oh ja, die kriegt er von mir. Haha. Damit hast du nicht gerechnet, wa? Sieht das was aus? Boah, kann man machen, wa? Also ich hoffe, ihr seid jetzt nicht böse, dass ich hier jetzt einfach von der Vorlage ein bisschen abweiche. Ich denke, das sieht dann einfach ein bisschen besser aus. Er kriegt noch einen weißen Bauch von mir. Weil das irgendwie auch passend ist, finde ich. Dann sieht er nicht so ganz langweilig aus. Oh, die Zeit. So. Time Set 0. Jawohl. So, jetzt hast du noch ein weißes Bäuchchen. Wo könnte man jetzt noch was... Macht Sinn, hier so zu machen? Nee, nicht wirklich. Passt dann irgendwie insgesamt nicht mehr. So. So. Wenn ich da einmal so mache. Ich weiß, original sieht anders aus, aber ich mache das jetzt einfach mal. Oh, da ist der Alarm. Oh, 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 die 15 Minuten sind rum. Ich muss noch was machen. Das hier. So, okay. Gut. Ich muss aufhören zu bauen. 15 Minuten sind rum. Und ja, ich zeige euch jetzt den Hasen. Und ihr dürft ihn beurteilen. Dazu machen wir mal so hier. Alles raus. So, einmal hier von vorne die Ansicht. Unten der Bauch, ne, mit dem weißen Fell. Ist, weiß ich nicht, ob das so okay ist oder ob ihr sagt, nee. So, jetzt gehen wir hier einmal rum. Da haben wir die Rückläufe und die Vorderläufe von der Seite mal zu sehen. Genau. Hinten ein Puschelschwänzchen. Oh, da habe ich noch was vergessen. Ah. Damit es ein bisschen besser ausgesehen hätte, aber egal. Genau. Jetzt nochmal ein bisschen weiter von oben. Also, ich fliege hier einfach mal so ein bisschen im Kreis um den Hasen rum. Und ihr könnt euch dann eine Meinung dazu bilden. Ich hoffe ja, dass er euch gefallen hat. Und ja, denkt dran, ne? Benoten 1 bis 10. 1 ist schlecht, 10 ist gut. Daumen hoch heißt auch gut. Daumen runter heißt war nicht so gut. Und natürlich einen neuen Bauvorschlag bringen. Ich hoffe, der Hase hat euch gefallen. Und mit diesen Worten sage ich ciao ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Challenge Me.